begrüße die hier anwesenden Medienvertreter ebenso herzlich wie unsere Fans, Gäste und Zuschauer in den angeschlossenen Bereichen der Stadtwerke Bochum Lounge, dem VIP-Treff Nordtribüne und dem 1848. Besonderer Gruß geht an die Gastmannschaft aus Hannover, deren Cheftrainer Kenan Kocak sitzt hier ebenso neben mir wie unser Chefcoach Thomas Reis. Der Gast hat das erste Wort. Herr Kocak, Ihr Kommentar zum Spiel bitte. Ja, erstmal ein herzliches Hallo in die Runde und dann Glückwunsch an Thomas und an VfL Bochum zu den drei Punkten. Die Partie hat für uns sehr schlecht angefangen. Wir wussten, dass VfL Bochum mit sehr vielen langen Bällen operiert und dann auch mit dem aggressiven Gegenpressing versucht, da in das Spiel reinzukommen. Haben uns eigentlich auch darauf vorbereitet, aber die erste halbe Stunde hatten wir überhaupt keinen Zugriff auf das Spiel. Wir konnten weder die langen Bälle noch unterbinden, noch konnten wir uns auf die zweite Bälle behaupten, noch hatten wir auch im eigenen Spiel dann nicht die nötige Präzision und die Ballsicherheit und die Bälle waren dann wieder postwendend weg, sodass wir in der ersten halben Stunde vor allem sehr viel hinterhergerannt sind und dann auch 0-2 in Rückstand geraten sind. Und dann hat sich die Mannschaft innerhalb der ersten Halbzeit nochmal die letzten Minuten gefangen, nochmal ein anderes Gesicht gezeigt. Und dann zweite Halbzeit war es eine Top-Leistung der Mannschaft. Ich denke, wenn wir auch die Statistik sehen, dass wir 24-11 Torschüsse haben, auch Inhalt des Spiels sehen, denke ich, hätten wir hier mindestens, und auch die Torchancen gesehen, hätten wir hier mindestens einen Punkt verdient gehabt. Aber so wie wir die erste halbe Stunde aufgetreten sind, so dürfen wir uns natürlich auch nicht präsentieren und darüber müssen wir auch reden. Und angesondert, aber ansonsten die Moral, Inhalt auch von der zweiten Halbzeit, das nehmen wir natürlich mit für das nächste Spiel. Und dann gilt es abzuhaken und dann auch auf die Rückrunde sich vorzubereiten. Dankeschön. Vielen Dank. Thomas, dein Kommentar zum Spiel bitte. Ja, erstmal bitte ich meine Stimme ein bisschen zu entschuldigen. Ich glaube, das ist ein bisschen auch geschuldet aufgrund des Spielverlaufs. Vielen Dank für die Glückwünsche. Ich glaube, dass wir eine sehr, sehr gute erste Halbzeit gespielt haben, wo wir auch ein unheimlich schönes Tor rausspielen, was so auch so bei mir so ein bisschen der Kritikpunkt war, wo ich gesagt habe, da kann sich die Mannschaft definitiv verbessern. Ich glaube, da haben wir ja eine ordentliche erste Halbzeit gesehen. Zweite Halbzeit, wie es dann so ist, Gegner wirft ein bisschen alles nach vorne, setzt uns unter Druck. Eigentlich soll es 2-0 ein bisschen Sicherheit geben. Wir haben es dann, es hat lange gedauert, bis wir uns da ein bisschen drauf eingestellt haben. Wir haben es dann in der Phase verpasst, das dritte Tor zu machen. Natürlich hatten wir in der zweiten Halbzeit dann ein bisschen Glück. Wir hatten auch, glaube ich, einen gut aufgelegten Torwart. Ich finde, dass die Mannschaft alles versucht hat, die Sache zu verteidigen. Und letztendlich sind wir einfach froh über die drei Punkte. Die waren enorm wichtig nach dem Rückschlag in Fürth. Und ich bin auch heute froh, dass ich auch sagen kann, wir haben auch das letzte, glaube ich, so ein bisschen beendet, dass wir auch auf die Seite ein Tor geschossen haben, sodass bin ich gespannt, was jetzt noch alles dann kommt. Danke. Vielen Dank. Wenn Sie Fragen an einen oder beide Trainer haben, kurzes Handzeichen, da geht schon die erste Hand hoch und los geht's. Philipp Rentsch, von mir aus gesehen hier in der zweiten Reihe, macht den Anfang. Thomas Reis, es sind einige Spieler neu in die Startformation gerückt, unter anderem Simon Zoller und Manuel Winsheimer im Vergleich zum Spiel gegen Fürth. Welcher Gedankengang steckte dahinter, weil wir nach dem Spiel gegen Fürth ja auch über mangelnde Durchschlagskraft ein bisschen gesprochen haben? Ja, wir haben halt gesagt, wir wollten schauen, dass wir natürlich auch ab und zu mal den Gegner überraschen. Wir wollten ein aggressiveres Anlaufen haben, da ist eigentlich Manuel Winsheimer prädestiniert für und dass natürlich dann beide Spieler, denen man das Vertrauen heute geschenkt haben, dass die natürlich beide treffen, ist natürlich umso schöner. Das klappt natürlich nicht immer. Aber ich glaube, im Großen und Ganzen hat heute die Mannschaft zumindest in der ersten Halbzeit spielerisch, glaube ich, sehr gut überzeugt. Und in der zweiten Halbzeit war es eine kämpferische Leistung. Und man hat auch in diesem Spiel wieder gesehen, wie spannend, wie eng die zweite Liga ist, dass du dich eigentlich nicht ausruhen kannst, selbst mit der 2-0-Führung nicht. Aber nichtsdestotrotz zählen für mich heute die drei Punkte. Und ich habe gesagt, egal wie die zustande kommen, jetzt... Klar, für den Kollegen ist ein bisschen, natürlich wäre auch ein Unentschieden von Hannover, hätten wir uns auch nicht beschweren dürfen. Aber letztendlich sind wir froh, einfach die drei Punkte gesammelt zu haben und dass wir die vermeintliche Vorrunde jetzt mit 20 Punkten abgeschlossen haben, um uns jetzt noch auf Regensburg vorzubereiten. Weitere Fragen Ihrerseits? Scheint nicht der Fall zu sein. Dann bedanke ich mich fürs Interesse. Wir sehen uns hier nächste Woche wieder, wenn es gegen Jan Regensburg geht. Hannover, eine gute Heimreise. Bis dann. Ciao, ciao.